Ja, die Angst, die hat uns die ganzen 3 Monate begleitet. Weil es war ja irgendeine Person und wir wären verloren gewesen. Weil du hast niemand trauen können. Aber man muss sich vorstellen, volle 3 Monate, 2 Verstecker, die niemand sehen dürfen. Aber niemand. Sonst sind wir traum. Ja, da hat sie, und 3 Monate ist so lang, da hat sie viele Episoden angespielt. Vieles. Ein paar Verzögerungen, alles kann ich so und so nicht verzögern, aber ein paar ganz wichtige. Eines Tages geht halt Mutter mit dem Frühstück auf. Und oft hat der Michel gesagt: Ach, Mutter, ich bin heute schwer krank. Mein Gott, Michel, was machen, wenn du? Wir hätten im Wald einkaufen müssen. Was hätten wir da? Weil wir hätten nirgends hingehen können. Ach, Mutter, bring mir Zettel und Bleistift und du in die Apotheke. Mutter bringt ihm, er schreibt auf, Mutter steckt das Zettel, sitzt aufs Fahrrad und fährt nach Mauthausen. 7 Kilometer. Weil wir sonst nirgends Arbeit gehabt haben. Und wie es halt in Mauthausen ansteigt, hat es sehr genauer angeschaut. Da kann ich nicht rein. Der hat das Russisch geschrieben. Weil ich auch nichts lesen können. Nicht? Der fragt mich, wer das geschrieben hat. Fahr ich heim, gibt uns der Michel, was sind wir mit Michel? Und was tue ich da drin jetzt? Weil der, vielleicht kann es auch nicht lesen, ne? Was? Und ich muss sagen, sie warte, wir wollen die Ruhe, wer was einsagen. Na, sie geht rein. Geht rein, gibt einen Zettel, der nimmt ihn, bringt das Medikament. Mutter zahlt und rollt wieder heim. Jetzt sind wir draufgekommen. Er war Medizinstudent und hat das Lateinisch geschrieben. Und Mutter hat das nicht lesen können. Von wo soll sie es gekannt haben? Aber der Apotheker. Und der Michel ist wieder gesund geworden. Ja, Zeit ist über vergangen. Ich habe Mutter mal zu ihm gesagt: Michel, wir haben uns ja nur mit Michel verständigen können. Mit Nikolai, da war der Michel der Dolmetscher. Ne? Nur ganz ging er Schluss, ein paar. Ne, ja. Aber mit Michel, der ist irgendwie besser geworden und mit dem haben wir uns verstanden. Michel, du kennst, wer Stiege geht. Du weißt, schwarzer Mann kommen. Abhängiger. Ja, ich kenne euch alle, hat uns nicht aufgezählt. Ne? Alle noch dabei. Ich kenne euch alle. Eines Tages klopft wer bei der Haustür, Mutter macht auf, wer steht draußen? Der Raubfangkehrer. Ich sage, das Erste ist, wird du nicht schief gehen. Der vergisst den langen Besen beim Rau. Er hat auch gehen müssen, da war das Haustier auf der Seite. Auf die Straße und ein paar schaut auf, am Garlic, weil da war ein Gemüsegarten draus, hat das Rauerlein gehabt. Und Mutter rennt geschwind auf. Sitzen sie mitten dort, weil da haben wir einen Tisch und ein paar Sessel gehabt. Mutter sagt halt gleich: Michel, Michel, schnell, schnell, schwarzer Mann, schnell. Und da haben wir oben einen Verschlag gemacht und das war der Versteck.
Dort haben sie auch geschlafen, weil da waren die Matratzen hinten. Aber das hat dann nicht lange gedauert. Der ist ja gleich nachgekommen. Ist auch klar. Man weiß nicht, hat er noch was gehört? Oder wieso ist die heute aufgegangen? Sie ist noch nie vor seiner Aufe. Mit einem Rapfenkehrer gehst du ja nicht mit. Hat er gespitzt und es kommt alles so viel, wenn man alle aufpasst. Ne? Und jetzt ist die Mutter stehen geblieben und hat gesagt, ich muss einmal zuschauen, wie das funktioniert. Ich weiß auch nicht neugierig, aber sie ist nicht weggegangen. Wir haben meine Eltern und Geschwister, die Älteren, gefürchtet. Ich war wie eine Schülerin noch gewesen. Ne? Wie da die Nani nicht zu einer sagen, zu ihrer Freundin. Hey, heute sage ich dir was, aber darfst du nicht sagen. Die haben mich immer haben sie Angst gehabt, dass ich mich verrehe. Aber ich habe gewusst, das ist die ganze Familie ist dran. Mhm.